Es summt an jeder Ecke und die Bienen sind fleissig an ihrer Arbeit. Beim Emil Breitenmoser in Appenzell ist gerade Fütterungszeit. Der leidenschaftliche Imker kümmert sich schon in der dritten Generation um Bienen. Er ist froh, haben seine Völker den Winter für einmal gut überstanden. Die Imker lebt natürlich mit den Völkern. Und wenn es den Völkern gut geht, geht es auch dem Imker gut. Der Winter ist für Bienen eine Belastungsprobe. Vor allem Temperaturschwankungen setzen ihnen zu. Mit dem strengen Winter von dem Jahr hat vor allem gefordert, Varroamilben eingedämmt werden können. Der Parasit ist in den 80er Jahren aus dem asiatischen Raum eingeschleppt worden. Der Zuchtchef vom Bienenzüchterverein St. Gallen führt darum schon einen langen Kampf. Unsere Bienen sind nicht resistent dagegen und die kann das Volk kaputt machen, weil pro Mädchen oder pro Eier, wo die Königin legt, kann eine Varroa 5 bis 7 Varroa-Eier rein tun. Das heisst, schlussendlich hätten wir mehr Varroa im Volk als Bienen. Ein Varroa-Milbenbefall kann behandelt werden. Besonders gut bei tiefen Temperaturen. Darum sind die Imker das Jahr mit einem blauen Auge davor gekommen. Wenn die Behandlung nicht greift, kann das fatal enden. Die sind dann geschwächt. Und ein geschwächtes Volk ist anfällig auf Viren. Also das heisst, es kann entweder Krankheiten geben oder das Volk so schwach werden, dass es abstirbt, entweder vor dem Winter oder über den Winter. Zurück in Appenzell. Der Emil Breitenmoser ist im Rahmen des Bienenzüchterverband zuständig für den Gesundheitsschutz. Trotz grosser Verluste in der Vergangenheit schaut er zuversichtlich in die Zukunft. Mit den Krankheiten wie zum Beispiel Sauerbrot, Fullbrot oder auch mit den Parasiten wie die Varroamilbe, mit denen müssen wir einfach umgehen, aber es wird sicher Wege geben, dass wir es schaffen, dass es vielleicht noch effizienter wird, den ganzen Kampf gegen die Milben. Die Bienen und Imker können das Jahr also durchschnaufen. Abzuwarten ist der nächste Winter, wo der Überlebenskampf dann in die nächste Runde geht.